Verena Kert, Liebesgrüße aus dem Urlaub. Mark Terenzi im Paradies. Diese Sommerliebe hält auch noch im Winter unter Palmen. Verena Kert, 41, und Mark Terenzi, 44, genießen aktuell ihre noch frische Zweisamkeit auf den Malediven. Bereits am 20. November postete der Sänger ein inniges Knutschfoto mit seiner Liebsten und kommentierte: "Ich reise mit der allerdollsten Person irgendwohin, wo es ganz toll ist. Sie weiß immer noch nicht, wie viel sie mir bedeutet. Oha! Es scheint langsam ernst zu werden." Rund 24 Stunden später fanden sich die beiden Turteltauben im Paradies wieder. 5 Tage wollten die beiden ausspannen und einen geilen Lifestyle abfeiern können. Wie Radiomoderatorin Verena in ihrer Instagram-Story verriet. Ob ihr Plan aufgegangen ist? Die neuesten Tobak-Fotos der Münchnerin sprechen ganz dafür, ihre Bildergalerie zeigt ein glückliches Paar, das seine Zweisamkeit in vollen Zügen zu genießen scheint. Ein traumhafter Strand. Türkises Wasser, ein reich gedeckter Tisch und einen Menschen an der Seite, den man gerne immer wieder busseln möchte. Kurz, Verena hat mit ihrem Mark offenkundig einen Traumurlaub erlebt. Wie sie kommentiert und mit einem meerblauen Herz-Emoji bestärkt. Mal schauen, welche schönen Erinnerungen der nächste Sommer für die beiden bereithält. Jelitz Kog, 29, hat sich vor kurzem einer dritten Brustoperation unterzogen. Da ihre Implantate nach der Geburt von Töchterchen Snow, 1, zu locker saßen. Am 19. November meldete sie sich bereits kurz nach dem erneuten Eingriff via Instagram und postete einen Schnappschuss, der sie im Krankenhausbett mit Pizza und Matcha-Tee zeigte. Jetzt verrät Jelitz ihren Fans, wie es ihr inzwischen geht. "Die Schmerzen sind echt auszuhalten, ich habe die erste Woche Schmerzmittel genommen und jetzt nichts mehr", erklärt die 29-Jährige. Obwohl dieser Eingriff größer gewesen sei, habe sie die Schmerzen nach den vorherigen 2 Operationen als krasser empfunden. Zuvor musste sie ein zweites Mal operiert werden, weil ihr bei der ersten Brustvergrößerung fehlerhafte Implantate eingesetzt wurden. Aufgespritzte Lippen, keine Falten. Cora Schumacher, 45, sorgte jüngst mit Aufnahmen aus Hollywood für ordentlich Wirbel unter ihren Fans. Der Grund: ihre FollowerInnen haben die 45-Jährige kaum wiedererkannt. "Wer ist denn diese Frau?", fragte ein User unter dem Post. Fast nicht erkannt und an Filtern nicht zu überbieten. Punkt. Warum nur? Komma, merkten andere Fans an. Wenig später erklärte Cora allerdings bei RTL, dass ihr verändertes Aussehen nichts mit neuen Beauty-Eingriffen, sondern der Bearbeitung der Fotos zu tun habe. "Meine Freunde und ich haben in Amerika mit einem Hollywood-Fotografen Bilder gemacht. Er hat diese halt entsprechend der American Way of Photoshop bearbeitet. The Americans haben halt ein anderes Verständnis für Photoshop", so die ehemalige Rennfahrerin. Die Kommentare ihrer Community scheinen ihr hingegen nichts auszumachen und so legt Cora gleich noch einmal nach und teilt weitere Aufnahmen vom besagten Shooting. Ob der Hollywood-Fotograf vergessen hat, die restlichen Körperteile zu bearbeiten, oder Doc Hollywood sich erst noch von oben nach unten durchkämpfen muss, wer weiß. Wer weiß, sick, witzelt Schumacher auf Instagram. Trotzdem betont die 45-Jährige, dass sie und ihre Freundin auch gerne unsere Zellulitis, Fußballerwaden, Bauchspeckschwarten und Roxette Morning Friesen, sick, zeigen würden. Über all jene, die ihre Fotos ebenfalls mit Filtern bearbeiten, aber nicht dazu stehen, würden sie sich allerdings nur kaputt lachen. Sie haben News verpasst. Jetzt hier die Promi-News der vergangenen Woche nachlesen. Wendete Quelle, Instagram.com